Hallo und herzlich willkommen bei Elder Demon Highlander. Die Spoiler-Season zu Streets of New Capenna ist gerade um und wir bewegen uns auf das nächste Set zu. Und das ist Commander Legends Dungeons & Dragons Battle for Baldur's Gate. Ein ziemlich cooles Set, wenn ihr mich fragt. Und in dieser Folge möchten wir heute alle Informationen mit euch teilen, die wir über dieses Set bisher haben. Und zwar kommt das Set am 10.06.2022 in die Regale unseres Kartenhändlers des Vertrauens. Die Spoiler-Season fängt allerdings schon am 16.05. an und geht bis zum 23.05. Und das ist schon in 12 Tagen. Wir stecken also schon mitten in den Vorbereitungen zu diesem Set. Ihr könnt sicher sein, in dem angegebenen Zeitraum werden wir selbstverständlich wieder den einen oder anderen Commander herausnehmen und ein Video dazu bauen, wie man ihn als Commander spielen kann. Deshalb macht's wie immer, liked unsere Videos, kommentiert unsere Videos und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert am besten unseren Kanal, um kein Video in dem angegebenen Zeitraum zu verpassen. Ein ziemlich wichtiges Datum für uns ist auch der 24.05. und 25.05. als Commander-Spieler, denn dort werden die Pre-Constructed Decks vorgestellt. Dort werden nicht nur die neuen Karten vorgestellt, sondern auch die neuen Decklisten zu den kompletten Decks. Selbstverständlich werden wir in diesem Set wieder versuchen, das ein oder andere Precon-Upgrade-Video zu machen. Das waren so grob die Fakten und Daten rund um das Set, aber wir schauen uns jetzt mal ein paar Karten an, die es in diesem Set geben wird. Die Buy-a-Box-Promo ist nämlich kein geringerer als das Elder Brain. Eine ziemlich coole Karte. Wir hatten zu dieser Kreatur auch bereits schon ein 60-Sekunden-Video gemacht und schon die ein oder andere Synergie festgestellt. Ich finde diese Karte ziemlich stark, auch wenn sie ziemlich teuer ist, aber ich finde es gut, dass es eine Buy-a-Box-Promo ist. So kann ich sicher sein, diese Karte auch nach einem Kauf eines Displays auf jeden Fall zu besitzen. Denn mir fallen schon so die ein oder zwei Decks ein, wo ich diese Karte auf jeden Fall reinpacken möchte. Ziemlich aufregend ist auch die Karte, die wir in einem Bundle wiederfinden werden, und zwar ist es das Artefakt Wand of Wanderer, ein Zauberstab, mit dem wir die obersten Karten der Bibliotheken unserer Gegner spielen können. Wie ihr bereits an der Fähigkeit dieser Karte sehen könnt, kommt der Würfelwurf wieder zurück zu einem Dungeon & Dragons Set. Wer hätte es anders gedacht? Hier können wir wieder einen 20-seitigen Würfel würfen und dabei kommen unterschiedliche Effekte heraus bei dieser Karte. Für CEDH-Player ist das natürlich gar nichts, denn die gewisse Konsistenz geht natürlich verloren bei solchen Karten. Aber gerade beim Wand of Wanderer ist es so, dass es ein Upgrade zu einem anderen Zauberstab ist, den wir bereits schon gesehen haben. Bei dem bisherigen Zauberstab war es nämlich so, dass man nur die oberste Karte eines Spielers aufdecken konnte, bis eine Hexerei- oder Spontanzauberkarte kam, die man dann ausspielen konnte. Hier sind es gleich alle Gegner, die ihre Bibliotheken aufdecken müssen. Im Generellen freue ich mich darüber, dass der Würfelwurf wieder zurückkommt, denn in den alten Videos, die wir zu dem Dungeon & Dragons Set gemacht haben, waren wir gar nicht so erfreut über diese Mechanik. Das Problem seinerzeit war nämlich, dass es viel zu wenig Karten gab, wo dieser Würfelwurf auch wirklich drauf stand, um irgendwelche Effekte auszulösen. Dadurch, dass diese Mechanik wiederkommt, verbessert das selbstverständlich auch die Karten aus dem alten Dungeon & Dragons Set. Ebenso kommen einige Reprints in dem Set vor. Bisher wissen wir von den Battlebond-Ländern, welche reprintet werden, und das Coole bei diesen Ländern ist, dass sie einen Vorteil haben, wenn man mit mehreren Spielern spielt, denn sie kommen getappt ins Spiel, es sei denn, man hat zwei oder mehr Gegner. In einer Commander-Runde, wo man normalerweise gegen drei andere spielt, sollte diese Bedingung leicht erfüllt sein. Da diese Karten sehr beliebt sind, ist auch nicht verwunderlich, dass die Luxury Suite zum Beispiel 18 Euro wert ist. Im Vergleich zu Battle Bonds haben wir allerdings ein paar neue Versionen dieser Länder in Commander Legends Battle for Baldur's Gate enthalten. Wir haben natürlich eine Karte mit ganz normalen Rahmen oder, wie ich hier abgebildet habe, mit einem Extended Artwork. Das heißt, das Artwork geht bis über den Rand hinaus. Zudem ist noch zu beachten, dass Commander Legends Battle for Baldur's Gate sehr wahrscheinlich auch auf Deutsch herauskommt und so sind diese ganzen Länder das erste Mal in deutscher Sprache erhältlich. Deutsche Varianten dieser Karten gab es bisher nur als Zendikar Expeditions. Ich bin also ziemlich erfreut darüber, dass man diese Karten in einem ganz normalen Display ziehen kann und das auch noch auf Deutsch und das mit der Seltenheit selten. Sie sind nämlich als ganz normale Rares im Display verfügbar und sind nicht auf mystisch oder sonst was hochgestuft worden. Welches Display ich allerdings kaufen werde, weiß ich noch gar nicht so genau. Momentan bin ich eher ein Freund von Set-Boostern, obwohl ich sehr lange dagegen war und mir eigentlich immer eher Draft-Booster gekauft habe. Selbstverständlich gibt es auch wieder einen Collectors-Booster, einen Bundle und ein Pre-Release-Pack und wie ihr unten rechts am Bild sehen könnt, insgesamt 4 Commander-Decks.
Ein Commander-Deck gibt es in der Farbidentität Schwarz-Weiß, eins in Schwarz-Blau, eins in Blau-Rot und eins in Rot-Grün. Die Namen lassen schon verraten, dass wir möglicherweise wieder mit exilierten Karten spielen können oder aber eine Party-Mechanik in den Commander-Decks wiederfinden könnten. Das geht leider nur aus den Namen der Decks bisher hervor, die ich interpretiert habe. Es kann also sein, dass ich mich vertan habe oder dass diese Decks gar nichts mit den besagten Mechaniken zu tun haben. Und daher möchte ich mich schon mal im Vorfeld dafür entschuldigen. Insgesamt ist die Produktpalette gar nichts Besonderes, da wir diese Produktpalette bei so ziemlich jedem vergangenen Set auch vorfinden konnten. Außergewöhnlich ist allerdings die Anzahl an Karten, die wir in diesem Set wiederfinden können. Insgesamt gibt es 361 individuelle Karten, die gedruckt werden. Zudem gibt es noch weitere 575 Varianten dieser Karten. Also mit anderen Worten können wir 936 verschiedene Kartendrucke in unseren Booster Packs und Decks wiederfinden. Das ist schon ziemlich enorm viel. Wer soll das alles nur bezahlen? Nee, jetzt mal Spaß beiseite, dieses ganze Sonderprinting-Gedöns kennen wir ja auch schon bereits aus anderen Sets. Enorm ist allerdings mal diese Zahl vor Augen zu haben. Ich erfreue mich schon mal an dem ein oder anderen besonderen Printing, von daher finde ich es gar nicht mal so schlecht, dass wir so viele verschiedene Varianten der Karten haben, wenn es auch wirklich andere Printings sind. Wir haben ja eben schon bei den Battlebond-Ländern gesehen, dass es eigentlich dieselben Printings sind wie bei der normalen Karte, nur dass sie ein Extended Artwork haben. Diese zählt natürlich in dieser Statistik hier als eigenes Printing. Viele Spieler oder Fans fragen uns auch unter unseren anderen Videos, sag mal, in welchem Booster-Pack kann ich denn jetzt diese spezielle Karte auch wirklich bekommen? Und es ist teilweise gar nicht so leicht, das immer zu beantworten. Wenn ihr also bei der Spoiler-Season bemerkt, dass euch ein ganz besonderes Printing gefällt, kann ich euch nur ans Herz legen, vorher bei Wizard of the Coast mal auf der Seite nachzuschauen, weil diese immer einen Guide veröffentlichen und zeigen, welches Artwork oder welcher besondere Rahmen und welcher besondere Druck in welchem Booster wirklich zu finden ist. Apropos Wiederfinden, ich war ziemlich überrascht, als ich gehört habe, dass ein paar Leaks auf der Plattform TikTok gespoilert wurden. Irgendwoher hat wieder irgendein User einen Collectors Booster erhalten und hat es dort im Livestream sozusagen geöffnet und die Karten natürlich so geleakt. Ich weiß nicht, was ich davon unbedingt halten soll, weil bei solchen Aktionen vermute ich immer, dass Wizard of the Coast selber dahinter steckt. Denn es ist schon ziemlich auffällig, dass jemand so früh schon in die Hände eines Collector-Boosters geraten ist. Und auf keiner anderen Plattform finden wir irgendwelche Leaks oder Booster-Packs oder was auch immer von anderen Boostern, wie zum Beispiel Set-Boostern oder Draft-Boostern. Aber bei diesen Leaks ist auch eine ganz besondere Mechanik gespoilert worden. Und zwar neu in Commander Legends Battle for Baldur's Gate ist die Initiative und der Dungeon mit dem Namen Undercity. Jedes Mal, wenn wir die Initiative erhalten oder zu Beginn unseres Upkeeps, dann können wir in Undercity reinventuren. Also mit anderen Worten, wir können die Karte das erste Mal aufdecken, aufs Spielfeld und den ersten Raum betreten. Haben wir dann nochmal die Möglichkeit, in einen Dungeon generell zu venturen, dann können wir auch einfach einen Raum weitergehen. Diese Mechanik finde ich schon ziemlich cool, da so tendenziell auch Decks die Möglichkeit gegeben wird, die Dungeon-Mechanik zu nutzen, auch wenn sie gar nicht in dem Deckbau berücksichtigt wurde. Denn sobald ein Deck am Spielfeld die Initiative berücksichtigt und ins Spiel bringt, kann natürlich dieser Dungeon auch von anderen erforscht werden. Wenn sie es schaffen, zum Beispiel dem Spieler mit der Initiative Kampfschaden zuzufügen. Das Ganze erinnert natürlich sehr stark an die Emblemgeschichte mit Dämonagen. Zu Beginn unseres Endsteps können wir eine Karte ziehen und immer wenn eine Kreatur uns Kampfschaden zufügt, dann wird der Beherrscher dieser Kreatur zum Monarchen. Ähnlich verhält es sich da natürlich bei der Initiative, nur dass der Effekt zu Beginn unseres Upkeeps entsteht oder wenn wir die Initiative erhalten. So haben wir also auf jeden Fall auch was von der Initiative, selbst wenn wir sie zu Beginn unseres Upkeeps noch nicht hatten. Im Gegensatz zu Monarchen ist allerdings die Undercity ein bisschen dynamischer. Wir haben verschiedene Räume und so kann sich Runde für Runde der Outcome dieser Karte schon verändern. Im Gegensatz zu Monarchen finde ich das schon eine coole Verbesserung. Dies ist eine weitere Karte aus dem TikTok-Leak. Ich möchte mich für die Bildqualität entschuldigen, aber es sind eigentlich nur Screenshots von dem Handy desjenigen, der diesen Stream gesehen hat.
Wenn ihr weitere Karten sehen wollt, die in diesem TikTok-Stream geleakt wurden, wir haben in der Videobeschreibung einen Link zu magicspoiler.com verlinkt, wo sämtliche Karten schon von Commander Legends Battle for Baldur's Gate gespeichert sind. Ich möchte auf diese Karte einmal besonders hinweisen, da sie einen neuen Kreaturentyp hat, die in dem Set veröffentlicht wird, nämlich Gyth oder Gyth, ich weiß es nicht ganz genau, wie man es ausspricht. Allerdings ist es so eine elfenähnliche Kreatur, nur nicht Kreaturentyp Elf. Das Besondere an dieser legendären Kreatur ist, dass sie zum einen einfarbig ist und deshalb eine Fähigkeit hat, die in einfarbigen legendären Kreaturen häufiger abgedruckt wird, nämlich Choose a Background. Backgrounds sind legendäre Verzauberungen, die wir aussuchen können als unsere Commander-Karte, wenn ihr so möchtet. Wenn wir also jetzt in diesem Fall Lakthael, dem neuen Gyth, als Commander auswählen, dann können wir gleichzeitig Master Chef als unseren Background auswählen. Beide Karten liegen dann in unserer Command Zone und wir können sie von unserer Command Zone heraus ausspielen. Bei Master Chef ist es so, dass das eine legendäre Verzauberung ist, die besagt, dass Commander-Kreaturen, die wir besitzen, eine Fähigkeit erhalten, nämlich dass unser Commander das Spielfeld mit einer zusätzlichen +1/+1 Marke betritt. Zudem wird jede andere Kreatur ebenfalls eine +1/+1 Marke erhalten, wenn sie das Spielfeld betritt. Dies ist eine coole Möglichkeit, die Farbidentität unseres Commander-Decks ein bisschen zu variieren. Denn so ist es zum Beispiel mit dem abgebildeten Commander möglich, nicht nur ein weiß-grünes Deck zu bauen, sondern wenn wir einen anderen Background wählen, dann ist es möglicherweise ein weiß-schwarzes Deck. So kriegen wir schon ziemlich viel Variation rein. Was ziemlich schade ist, ist allerdings, dass Choose a Background wirklich nur auf einfarbigen Commander-Karten gedruckt wird. Und auch die legendären Verzauberungen mit dem Typ Background waren bis jetzt nur einfarbig, welche ich auf magicspoiler.com sehen konnte. Mit anderen Worten, wir können uns in dieser Konstellation ein zweifarbiges Commander-Deck bauen. Was auch schon cool genug ist eigentlich. Ich hoffe allerdings auch, dass es genügend einfarbige, coole Commander in Commander Legends gibt und auch coole weitere Background-Karten, wo es sich lohnt, wirklich ein Deck drumherum zu bauen und man nicht das Gefühl hat, dass es irgendwie eine Arkward-Mischung ist, die irgendwie einfach nur funny ist, aber keinen Spaß macht. Zudem ist bekannt, dass drei alte Fähigkeiten wieder zurückkommen. So können wir zum Beispiel einige Karten wieder auf ein Adventure schicken. Das sind meistens Kreaturen, die auch alternativ irgendwie als Spontanzauber gespielt werden können und sich dann im Exil befinden und von dort aus dann als Kreatur ausgespielt werden können. Diese Mechanik fand ich damals schon richtig cool, denn es gibt uns in unserem Deck ziemlich viel Variation und ich bin gespannt, ob wir nur Reprints erhalten oder auch neue Karten mit Adventures. Zudem kommt die Fähigkeit Myriad zurück. Diese kennen wir zum Beispiel vom Equipment Blade of Selves. Zu Beginn unserer Kampfphase, wenn die Kreatur mit Myriad angreift, dann erzeugen wir eine Kopie dieser Kreatur für jeden Gegner, den wir kontrollieren, der nicht angegriffen wird. Diese Kopie greift dann den entsprechenden Spieler auch noch an. Am Ende unseres Kampfes müssen wir dann diese Token alle ins Exil schicken. So lassen sich aber schon ziemlich coole Kombos irgendwie aufbauen. Ich bin also gespannt, was es da Neues geben wird. Zudem soll die Party-Mechanik ebenfalls wieder zurückkommen. Ich habe hier mal die Hexerei Coveted Prize abgebildet, die zeigt, was diese Party-Mechanik macht. Denn hier zum Beispiel besagt es, dass dieser Zauberspruch ein generisches Mana weniger kostet für jede Kreatur in unserer Party. Und das sind für gewöhnlich irgendwelche Kleriker, Rogues, Warriors oder Wizards. Coveted Prize ist die zweitteuerste Karte mit einer Party-Mechanik und diese Karte kostet gerade mal 20 Cent. Die teuerste Karte mit einer Party-Mechanik liegt bei 25 Cent. Ihr bemerkt also schon, diese Mechanik ist bisher gar nicht so wirklich beliebt und ich habe auch nicht so richtig Lust, diese Mechanik zu spielen. Ich hoffe daher, dass in Commander Legends Battle for Baldur's Gate ziemlich coole Party-Karten dazukommen, dass sich diese Mechanik auch mal wirklich lohnt. So, das waren alle Informationen, die wir zu Commander Legends Battle for Baldur's Gate haben. Ich bin ziemlich gespannt, was dieses Set wirklich mit sich bringt, da wir noch gar nicht so viel wissen. Wer wirklich mehr wissen möchte noch, sollte sich auf magicspoiler.com ein bisschen umschauen. Dort sind die Karten alle abgebildet mit relativ schlechter Qualität. Ihr werdet euch sicherlich fragen, warum wir nicht mehr Videos über dieses Set gemacht haben bisher. Die Sache ist eben halt, dass der Leak auf TikTok nicht wirklich bestätigt ist und wir nicht wissen, ob es vielleicht doch ein Fake ist. Obwohl eigentlich alles dafür spricht, dass diese Karten wirklich echt waren.
Da die Qualität dieser Karten allerdings nicht besonders gut ist, wie ihr sicherlich dann in ein paar Minuten bemerken werdet, haben wir uns entschieden, einfach zu sagen, dass wir die entsprechenden Videos machen, sobald die richtigen Karten dazu gespoilert wurden. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr von diesem Set erwartet. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video bei Elder Demon Highlander.